Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Mr. CVG und wir spielen hier wieder World of Warcraft Legion. Wir sind in Ersuna, sind bei Prinz Farondes, der, wie es aussieht, als Mörder und Schlechter bezeichnet wird. Warum? Wieso? Das stellen Einst wir jetzt gerade mal Jahren heraus. War Ersuna wunderschön. Euer Volk verachtet euch. Wieso? Was habt ihr getan? Ich habe unser Volk verdammt. Ich habe die Vernichtung der Heimat unserer Vorfahren hervorgerufen. Ich habe sie alle zum Tode verurteilt. Wegen meiner Torheit kam mein Volk nicht die Erlösung im Tode erfahren. Meine Fehler haben mein Volk zu einem verfluchten, geisterhaften Halbleben verdammt. Das alles habt ihr getan? Wie? Wieso? Ich war ein schlechter Herrscher. Ich war blind und ich habe den falschen Weg für meine Leute gewählt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Lasst mir Zeit, Redkin. Ich bin mir sicher, alles wird mit der Zeit offenbar werden. Offenbart heißt es doch, oder? Ich verstehe. Sie hat vom Gezeitenstein gesprochen. Diese Seehexe hat ja gar keine Ahnung, wie nah sie an ihm dran ist. Wir sollten uns beeilen. Wir haben es fast geschafft, aber die Nager kommen immer näher. Oh, geil, neuer Rücken. Weg der Schmacht. Der Widerhall von Natals verfolgt mich immer noch und ich kann das Leid dieser verfluchten Stadt nicht mehr ertragen, aber ich kann euch vielleicht immer noch helfen, an den Zeitstein zu gelangen. Farondes Entschlossenheit ist zurückgekehrt und seine Augen verengen sich. Wir müssen uns am Rand der Stadt entlang bewegen. Folgt mir. Vertraut niemandem blind, vor allem nicht euren Anführern. Kommt mit mir. Dann gucken wir mal, wo er uns lang führt. Ihr Verräter, ihr habt dies heraufbeschworen. Es tut mir unendlich leid. Ja. Mir auch. Oh, warte mal. Wo seid ihr? Wo bist du? Ach da, du bist zurückgegangen. Boah, die hält aber viel aus. Aber er macht das schon, wie es aussieht. Echt gut Schaden. Kann man echt nicht verachten. Kümmere dich doch nicht um den. Wieder Einfluss. Ich muss mich teleportieren. Oh, hier der große Palast. Dort, die Akademie von Arthalas. Hier nahm alles seinen Lauf. Ich hätte mich Königin Ashara nie entgegenstellen dürfen. Der Prinz wirkt emotional erschöpft. Hier endet mein Weg, Rekhani. Ich bin, ich ertrage es nicht, sie anzuschauen. Ich konnte das nicht lesen. Ja, ich weiß, bin ein bisschen blind auf Auge. Und noch schlimmer ist, dass allein meine Anwesenheit euch in Gefahr bringt. Von hier aus müsst ihr allein weitergehen. In der Akademie, das versunkene Gebäude auf der anderen Seite
der Brücke wurde einst die Akademie von Nartalas genannt. Sie war das Zentrum aller magischen Studien in ganz Essos. Ich hätte sie zu ihren prachtvollsten Zeiten sehen sollen. Ja, ihr hättet sie zu den prachtvollsten Zeiten sehen sollen. Darin sollte sich der Zeitenstein befinden. Ich selbst traue mich dort nicht hinein, aber ihr, mein Champion, habt meinen Segen und könnt gehen. Möge die Macht des Ar viel Glück auf eurer Suche nach dem Gezeitenstein. Ich wage nicht, Fuß auf diesen Boden zu setzen, doch ich unterstütze euch so gut ich kann. Danke dir. Gucken wir mal. Akademie. Ist das ein Dungeon? Nee, ne? Ich hoffe mal nicht. Muss ich da runter? Ich glaube, es geht nur da runter. Guck mal, hier sind die Magier. Sind das Nachtelfenmagier? Ja, das sind echt Nachtelfenmagier. Und eine Schatztruhe. Erstmal Artefakt macht aufleveln. Guck mal, hier ist eine kleine Katze. Herrn Nors. Lustig. Ey, die machen Blödsinn. Die verarschen einen gegenseitig. Muss ich noch weiter runter? Nee, oder? Muss ja hier lang. Ach da. Ah ja, die verarschen sich wirklich. Guck mal, der macht hier und dann versteckt sie sich. Hihihi. Lustig. Na ja, jetzt sehe ich erstmal den. Sieht mehr aus wie so Hogwarts, weißt du, so. Von Harry Potter irgendwie. Jetzt seid ihr dran. Dann müsst ihr schon mehr zustande bringen. Jetzt seid ihr dran. Bums. Tadellose Treffsicherheit, wie immer. Ganz schlauer Typ hier am Lesen. Ja. Krieg ich hin, krieg ich hin. Ja. Was ist hier los? Bibliothekarin, Kurator, Akademikerverwalter, Versorger und Was führt euch hierher? Hausvorsteher. Ihr wirkt unglücklich. Okay. Geht in Frieden. Mögen euch die Sterne leiten. Es sind beide Türen verschlossen, da Ich gehen bin wir wahrscheinlich geehrt. jetzt rein. Ein neuer Schüler? Moment mal, wie seht ihr eigentlich aus? Als wärt ihr geradewegs von der Straße hier reinmarschiert. Wo sind eure Gewand und euer Hut? Und erzählt mir nicht, ihr wollt die Akademie ohne euren Zauberstab und euren Zauberbuch betreten. Immer diese Erstsemester. Sammelt euren Kram zusammen, dann werde ich euch vielleicht Eintritt in die Akademie gewähren. Lebt wohl. Okay. Ishnu Allah. Zuschlagen statt Nachschlagen. Okay, das ist ein guter Spruch. Muss ich mir merken. Die Bibliothekarin spricht leise mit euch. Ein Problem beim Betreten einer solch großen Arkanen-Bibliothek besteht darin, dass die Bücher oft die ein oder andere vorsichtig ausgesprochene Verzauberung aufnehmen und dann anfangen, von sich aus herumzufliegen. Diese magisch übersättigten Bücher müssen zerstört werden, bevor sie größeren Schaden anrichten. Wenn ihr einen von diesen entnervenden Essays, heißen die so, begegnen solltet, kümmert euch bitte darum, aber leise. Mögen euch die Sterne leiten. Aber leise. Okay. Dann
Kriege ich hier mein Zauberbuch, wie es aussieht? Ich habe schon gesehen, da kriege ich meinen Hut. Gucken wir mal, wie lange das hier... Was die hier noch so für Interaktion machen. Ob sie den Hut aufheben kann. Oder nicht. Ah, okay, sie hebt ihn trotzdem wieder auf. Schade, ich hätte jetzt so gewünscht, dass da... Dass die sagt, ah, ich kann mir nicht, ich kann ja gar nichts aufheben. Fliegende Bücher, soll ich also lieber zerschlagen oder zuschlagen als nachschlagen? Übrigens zuschlagen, weil man ein Buch ja auch zuschlägt, ne? Wenn man es zumacht. Und deswegen wahrscheinlich auch zuschlagen. Hier ist der Stab. Ich komme mir vor, das soll bestimmt so eine Hogwarts-Geschichte werden. Oder so eine kleine Referenz auf jeden Fall soll das sein. Blizzard macht ja oft immer solche kleinen Anspielungen auf irgendwas in dieser Hinsicht. So, ich habe ihm erstmal seine Sachen geklaut. Geil. Jetzt bin ich auch ein Schüler. Ein Student. Lehrt mich Weisheit, damit ich noch mehr Dämonen beschwören könnt. Kann. Schön. Sowas. So eine kleine. Es ist irgendwie ganz cool, angenehm hier, ne? Schönes Gebäude und so. Angenehme Musik. Der Hut und das Gewand passt nicht zusammen, aber ihr seht jetzt besser aus. Ich erkenne euch ja kaum wieder. Oh, wir bekommen ein Spielzeug entfesselt. Die auf dem Hut gewirkte Verzauberung, um euch Tage in der Akademie Rivus passieren zu lassen. Um eure Tage? Ach so, okay. Geht in Frieden. Was führt euch hierher? Damit ich da weiterhin durchkomme, wie es aussieht. Macht euch keine Sorgen um die herumfliegenden Blätter und Buchrücken. Ich sorge dafür, dass meine Assistenten sie aufräumen. Ich danke euch. Ihr könnt zu euren Studien zurückkehren. Seid vorsichtig. Und gleich aufgewertet. Nice. Ems. Gut. Friede sei mit euch. Die verfluchten Hallen. Was wolltet ihr noch gleich? Ihr seid hier, um euch den Gezeitenstein anzusehen? Ha, oh, oh, ja. Oh Mann. Nein, nur die Direktorin der Akademie hat den Schlüssel zu dieser Kammer und sie hat diese Tür in, ich würde sagen, in der letzten 10.000 Jahren nicht mehr geöffnet. Und jetzt solltet ihr euch zum Unterricht aufmachen. Na los, ab in den Westflügel. Viel Glück. Euer Lehrmeister sollte den Westflügel am Ende der Rampe warten. Ihr solltet euch beeilen, bevor die zweite Glocke läutet. Okay, scheiße, ich hab Zeitdruck. Ist ja der Westflügel, ne? Ja. Oh, das sieht geil aus. Wie er hier das Buch liest. Schön, schön. Ist hier noch irgendein Schatztruhe? Nee, ne? Da ist auf jeden Fall mein Lehrer. Oder Lehrerin sogar. Ich bin ganz Ohr. Ja, die Lektorin ist in ihrem Studienzimmer. Aber ihr dürft jetzt nicht stören. Der Unterricht wird gleich beginnen. Wir werden mit etwas Zauberstabarbeit beginnen. Ihr habt euren Zauberstab dabei? Gut.
Ich habe mehrere Ziele in der Halle aufgestellt. Nutzt euren Zauberstab, um so viele wie möglich davon zu treffen. Und keine Schüsse aus nächster Nähe. Das wäre Mogelei. Lebt wohl. Bams. Das ist natürlich extrem schwierig. Oh, ich habe ihn getroffen aus Versehen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich treffe da. Ah, jetzt. So, da sind noch welche. Kann man ja alles schön treffen, das ist sehr gut. Ich sage keinen Angriff aus nächster Nähe! Ich hab doch nicht. Der ist einfach vor mir erschienen. Kann ich doch nichts dafür. Wo ist denn hier der letzte? Machen wir mal von hier aus. Das meckert sie wieder rum. Tada! Ich bin der Meister. Hallo. Und es sieht so aus, als wäre die Zeit für die heutige Zauberstabübung abgelaufen. Dann weiter mit euch auf zur nächsten Lehrstunde. Mögen euch die Sterne leiten. Ich muss doch sehr bitten, ich arbeite an einer sehr wichtigen Abhandlung und es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn der Nekrophyten hier, wenn ihr Neophyten hier aus alles schießt, was euch vor die Nase kommt. Seid gegrüßt. Studiersaal Kampfkunde. Was haben wir denn hier? Ein neuer verwirrter Schüler, der ziel- und beschäftigungslos die Korridore durchstreift? Ganz erpicht darauf, die Kunst der Direktorin zu gewinnen? Perfekt, ich benötige eure Hilfe bei meiner Forschung. Ich verfasse eine wissenschaftliche Arbeit über Kampftechniken. Holt mir ein paar Bücher aus dem Regal da drüben. Die Göttin schütze euch. Okay, das sollte machbar sein. Ich habe gerade ein interessantes Papier über die niederen Kobolde gelesen. Offenbar sind diese Kreaturen wilder, als man auf den ersten Blick denken mag. Holt ein weiteres Referenzmaterial zu Kobolden. Ich würde diese Hypothese gerne nachprüfen. Okay, kommt ein kleines Buch für dich. Wow. Oh, ich bin hier in der Vergangenheit oder im Buch oder was? Ist ja lustig. Vor allem so schön mit Effekten, ja. Her damit, her damit! Faszinierend. Natürlich hat unsere Akademie hier vordringlichere. Vordringliche Sorgen, wie zum Beispiel die ständigen Übergriffe der Squawks. Ich fürchte, dass unsere Bibliothek bedauerlicherweise einen gewissen Mangel an Informationen über diese Kreaturen herrscht. Sucht mir ein Buch für Squawks. Egal, was für eins. Und dann muss ich gegen die wieder kämpfen, oder was? Na gut. Oh nein, nicht schon wieder! Oh, es tut dir das mal so weh. Das war so klar.
Schließlich würde ich gerne noch mein Wissen über Drachen aufpolieren. Natürlich, über blaue Drachen, um genau zu sein. Wir verstehen uns gerade gut mit unseren nördlichen Nachbarn, aber sollte unsere Freundschaft vergehen, wäre es vielleicht nicht schlecht zu wissen, wie sie kämpfen. Natürlich, auch noch gegen Drachen. Natürlich. Au, es tut jedes Mal weh. Zenigus auch noch gleich. Zeichnung von Zenigus. Ich hab alles. Ich bin geehrt. Ganz eure Meinung. Forschung kann eine ganz grausame, grauenhafte Arbeit sein. Okay, ja, für dich vielleicht, ne? Aber... Oh Gott, das tut jedes Mal weh. Mir wird die Hand von den ganzen Notizen schon ganz müde. Ich glaube, es ist Zeit, eine Pause zu machen. Viel Glück. Und unser Lehrer möchte wieder was von uns. Ich nun dal dieb. Was für ein Ding? Stegreifaufgabe. Fortgeschrittenes Runenzeichen. Ihr seid noch immer wild drauf, in das Studienzimmer der Diktatoren zu gelangen, was? Ich denke, ich kann euch hineinlassen, sofern ihr mir beweisen könnt, dass ihr auch gelernt habt. Die korrekte Runenformung ist für das Zauberwirken von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr eine Rune zeichnen könnt, könnt ihr auch ein Zauber wirken. Ich werde euch einen Umriss vorgeben. Ihr könnt dann die Rune einfach abschreiten. Abschreiten? Seid vorsichtig. Erst eine einfache Arcane-Rune schreitet entlang ihre Umrisse, merkt sie euch, brennt euch jede Feinheit ins Gedächtnis. Ich nun Allah. Okay, dann geh mal. Ach, hier. Gut gemacht, jetzt werden wir eine Feuerrune aufzeichnen. Seid vorsichtig, wenn ihr diese Rune falsch zeichnet, kann sie zum sofortigen und schmerzhaften Tod führen. Oh Gott. Wie geht das denn? Deswegen sagt sie schreiten. Weil man darauf gehen soll, wie es so aussieht. Vielleicht sollte ich da ein bisschen aufpassen. Perfekt, ausgezeichnet. Zu guter Letzt die Frostrune. Vergesst nicht den fünften Kreis. Alle vergessen immer wieder den fünften Kreis. Den fünften Kreis? Das sind doch fünf, verstehe ich nicht. Sollte für heute genügen. Ich nun dal dieb. Vorbildliche Arbeit, junger Red Candy.
Mit solchen Runen werdet ihr blitzschnell euren Abschluss haben. Okay, jetzt sind wir frei. Können jetzt zur Direktorin. Direktorin. Der Schlüssel der Direktorin. Ich habe so eine Ahnung, dass ihr eure Studien vernachlässigt. Aber ich sehe, dass ihr es kaum abwarten könnt, die Direktorin zu treffen. Also gut, die Direktorin Azurmond ist gleich da oben. Aber ich befürchte, dass sie nicht gerne gestört wird. Ashafela. Hallo? Friede sei mit euch. Ja, ja, was ist los? Wenn es um die Abschlussprüfung in Hervorrufung geht, lautet die Antwort, nein, ihr dürft sie nicht wiederholen. Ich muss mich zu Gezeitenjäger führen. Ja, was? Euch ist aber schon klar, dass die Gezeitenkammer unter Quarantäne steht. Und zwar seit dem Tag von Prinz Varodis Verrat, oder? Einer der Ausbilder erwähnte so etwas her. Und außerdem ist euch klar, dass eine Verletzung besagter Quarantäne schwerwiegende Folgen wie die Todesstrafe oder gar Inhaftierung nach sich ziehen kann, oder? Das war mir nicht bewusst. Die Göttin schütze euch. Shit. Man hat euch Schüler unzählige Male gewarnt. Ich werde jetzt euch ein Exempel statuieren. Während des Unterrichts wird nicht geredet. Während des Unterrichts wird nicht geredet. Was für eine Unverschämtheit. Ah! Sie ist böse. Ist nicht die echte Direktorin, oder? Nein, ich muss den Gezeitenstein beschützen. Ich hoffe, da drin ist alles gut verlaufen. Ja. Aber die Direktorin ist nicht mehr da. Sonst ist alles gut. So, dann gehen wir jetzt zu dieser Kammer. Kurator. Ich bin geehrt. Habt ihr euch mit der Direktorin getroffen? Sie hat euch den Schlüssel gegeben? Unglaublich. Ja, sieht da mal, ich habe eine schlagbare Persönlichkeit. Ich würde eigentlich was anderes sagen, aber mir ist es gerade nicht eingefallen. Mir umwerfender Charme habe ich. Irgendwie sowas wollte ich sagen. So, gucken wir mal auf Aufwertung. Nein, leider nicht. Der Gezeitenstein zersplittert. Dann könnt ihr wohl eintreten. Der zerschmetterte Teil vom Gezeitenstein werden im Ostflügel der Akademie verwahrt. Selbst als der zuständige Kurator kann ich nichts über ihren Zustand sagen. Denn ich war seit Jahrtausenden nicht mehr dort drin. Und noch was, wird Kenny. Bitte nichts anfassen, okay? Del Nadris. Ich versuche mein Bestes. 5 Splitter gleich. Und da sind auch böse. Wir gedenken der Königin. Oh, die Slow 9. Total nervig. Schließt euch uns an. Für immer. So, da ist ein Gezeitensteinsplitter. Da ist einer. Wirklich alle verteilt hier. Oh, da ist auch sogar noch eine Truhe. Ganz versteckt. Fast ganz versteckt.
Noch einer, danke. Ich sollte ja nichts anfassen, ne? Aber ich musste leider die Truhe öffnen. Tut mir ja leid. Und der letzte. Und da hinten müssen wir was abgeben. Was ist das denn? Kern des Gezeitensterns. Ah, okay. Dieser Slow-Effekt, ne? Total nervig. Und da kommt nochmal diese Banjo auch noch. Ich hab dich doch schon vernichtet. Das letzte verbleibende Teil des Gezeitensteins liegt vor euch. Ihr bemerkt den Widerschein von etwas Bösem auf der Oberfläche des Kerns. Ach Gott, nicht ihr schon wieder. Dieser Tempel hat uns direkt zum Gezeitenstein geführt. Unsere Königin der Tiefe kann die Teile zusammensetzen. Und ihr werdet einen brauchbaren Sklaven abgeben. Plupp. Es war so klar. Das habe ich mir so fast von gedacht. Okay. Ach so, ich war noch rangezoomt. Hallo? Prinz? Wo bin ich eigentlich hier? Irgendwo. Aber da machen wir in der nächsten Folge weiter. Und gucken, ob wir hier glücklich herauskommen. Dankeschön fürs Zugucken. Daumen hoch nicht vergessen. Euer Mr. CVG sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.